Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wundert euch nicht wegen der Filmqualität. Ich werde nämlich heute auf ein Video von mir reagieren und es war technisch auf jeden Fall eine große Herausforderung. Vielen Dank an Patrick, der sich den ganzen Nachmittag damit beschäftigt hat, wie man sowas umsetzt. Ich möchte sowas gerne in Zukunft öfter machen, auf alte Videos von mir zu reagieren, weil ich glaube, da ist nämlich ganz viel unterhaltsames Potenzial. Ich brauche aber noch einen Namen für dieses Format, deswegen schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und ich will jetzt gar nicht lange weiter schnacken. Ihr habt das Video ausgewählt, über das ich heute spreche. Es wird so sein, also wundert euch nicht, wenn ihr die Videos im Original kennt. Es wird mal Szenen geben, die ich nicht mit reinnehme, weil es einfach Personen oder Tiere gibt, die ich einfach nicht zeigen möchte oder nicht zeigen kann. Und von daher wundert euch, wie gesagt, nicht, dass das eine oder andere vielleicht rausgeschnitten ist. Aber ich will jetzt auch gar nicht, wie gesagt, lange weiter schnacken und wünsche euch ganz viel Spaß jetzt mit diesem Video. Und jetzt werde ich einmal umswitchen, damit ich jetzt einmal das Video für euch einblenden kann. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt funktionieren wird, aber wir kriegen das schon hin. Und jetzt mal, bevor ich überhaupt das Video richtig starte, alleine diesen alten Hintergrund zu sehen, den ich hatte mit meinen ganzen Schleifen und so und wie schmächtig und jung ich noch auf diesem Video aussehe. Das Ganze ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, aber es ist irgendwie sehr nostalgisch für mich. Ich möchte kurz eines erwähnen. Ich zeige euch nicht eins zu eins meinen Tag. Das heißt, wenn ihr nicht seht, dass meine Pferde alle draußen waren, wenn mein Hund nicht fünfmal vor der Kamera gepinkelt hat, heißt es nicht, dass sie es nicht getan haben, sondern dass ich es einfach nicht gefilmt habe. Bitte habt das ein bisschen im Hinterkopf, bevor irgendwelche Kommentare kommen. Ich möchte einfach, dass ihr so ein bisschen was aus meinem Alltag erfahren könnt. Habt einfach ein bisschen Spaß mit dem Video und das würde mich super doll freuen, wenn ihr da ein bisschen nachsichtig seid. Und wenn ich mich noch daran erinnere, wie ich immer versucht habe, so ganz, ganz clean zu sein, damit man mir auch ja nicht irgendwas nachsagen kann. Und ich weiß, dass ich auf wirklich auch so Kommentare, die man mir vorgeworfen hat, von wegen, du gehst mit deinen Hunden viel zu selten Gassi oder so, dass ich da so super sensibel drauf reagiert habe und das immer rechtfertigen wollte, weil ich Angst hatte, dass man sonst irgendwie denkt, ich würde dies und jenes nicht machen. Heutzutage ist es so, dass ich zwar noch immer gerne erkläre, damit man einfach Dinge verstehen kann, den Zusammenhang verstehen kann, aber dieses Rechtfertigen, das war echt anstrengend. Ich werde das Ganze mit dieser Kamera filmen, die hat eine Fischaugenperspektive. Dadurch kann ich so viel wie möglich, was auch noch hinter mir passiert, zeigen. Nur noch zwei Tage, denn heute ist schon Tag 6. Wenn ihr die restlichen Tage noch nicht mitbekommen habt. Übrigens, diese One Week With Me Geschichte, das hat mir halt immer super viel Spaß gemacht, aber es war so super anstrengend, weil ich nämlich dann den ganzen Tag gefilmt habe und bis nachts geschnitten habe. Und wenn ich jetzt auch gerade diese Kamera sehe, diese kleine Vlogging-Kamera, das war so zu der Zeit irgendwie das Teil, das haben so viele Influencer genutzt. Aber wenn ich das so sehe, vielleicht sollte ich doch mal wieder irgendwann eine One Week With Me starten. Findet ihr die Links unten in der Infobox. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich werde euch ganz kurz eine Struktur für meinen Tag geben. Patrick wird heute nicht ganz so viel dabei sein, da er wieder arbeiten muss. Deswegen habe ich gestern ihm ein bisschen mehr die Kamera in die Hand gedrückt, weil ich gemerkt habe, er kommt ganz gut bei euch an. Und ich kann euch verraten, er ist wirklich so und auch noch schlimmer. Ich muss jetzt gleich schnell zum Futter laden, um noch ein bisschen Futter nach... Wenn ich mir das so angucke, ich rede wie ein Roboter. Was ist denn da los? Also es ist ja unfassbar, dass ihr das trotzdem supportet habt. Es ist wirklich so, auch ich muss unbedingt mal mit euch mein erstes Video zusammen gucken. Da hatte ich so einen Stock im Hintern. Und wenn ich auch jetzt das sehe, als würde das geskriptet sein und ich wäre so eine Siri oder so und würde einfach so einen Text sehr monoton runterrattern. Also das ist wirklich etwas, was mir gar nicht so bewusst gewesen ist. Was war denn da los? Zu kaufen, da ich morgen das Video endlich drehen werde über die Futterumstellung etc. Dann habe ich heute ja noch Turnier. Ich werde alleine losfahren, aber ich habe die Mädels mit auf dem Turnierplatz, also wird das schon irgendwie klappen. Nur ich werde vermutlich dann was machen mit den Augen, ey. Also monotoner ging nicht. Jetzt muss ich gleich noch zum DM, da ich ein Tauschpaket mit einer anderen YouTuberin mache und da noch was für brauche. Und heute Abend wollen wir gemeinsam grillen. Und dann habe ich noch das gemacht und das gemacht und jenes und ich muss noch diesmal. Also ich bin wirklich gerade ein bisschen schockiert darüber, dass ich tatsächlich so in die Kamera gesprochen habe. Ich muss mal gucken, was dazwischen noch passiert. Auf jeden Fall die anderen Pferde noch bewegen. Und heute muss ich leider selber missen. Das heißt, ich werde morgen wahrscheinlich von Patrick einen auf den Deckel kriegen, weil es wieder nicht ordentlich genug ist. Viel Spaß mit meinem Tag!
Bevor ich jetzt zu DM und auch zum Futterladen fahre, werde ich noch eben schnell Thumbnail machen und den Text schreiben, dass wenn ich dann vom Einkaufen wiederkomme. Ich komme nicht klar, wie monoton ich mit euch geredet habe. Was fandet ihr denn toll an mir? Jetzt mal unfassbar. Das ist ja, das kann ich gar nicht verstehen. Knapp und knifflig heute Morgen. Oh, das liebe ich immer noch, diesen Zeitraffer mit Musik. Das mache ich auch heute noch richtig gerne auch in meiner Instagram-Story. Das heißt, wenn ihr mir noch nicht auf Insta folgt, dann macht es unbedingt. Da findet ihr mich auch einfach unter Binibo. Und ich habe auch mir immer richtig viel Mühe gegeben, dieses Thumbnail zu basteln. Ich war so stolz darauf. Das ist jetzt gerade eine ziemlich beschissene Ansicht, aber ich möchte nicht, dass die Kamera mich beim Fahren irgendwie stört, wenn sie runter... Ich habe das eben schon, als wir die Einstellung hier gemacht haben, kurz gesehen. Das ist noch das alte Auto meiner Eltern und ich habe es geliebt. Es war ein Audi A6. Ich habe ja in der Vergangenheit schon viele Autos durch, aber als ich den immer mitnehmen durfte fürs Turnier, da war ich immer richtig stolz wie Bolle. Fällt. Bevor ich losgefahren bin, habe ich nochmal die Zeiterteilung geguckt. Ich bin bei sowas nämlich immer verdammt spät und musste feststellen, es sind 65 Nennungen. Das Ganze wird auch noch dann mit G angefangen. Da ich Karlsson reite, werde ich ganz am Ende sein oder ziemlich am Ende. Einerseits... Aber schaut mal, das Thema Effekte war schon immer so voll mein Ding. Und ich muss sagen, ich muss da mal ein bisschen wieder zurückgehen, dass ich so ein bisschen perfektionistischer in den Details bin. Aber auch wenn ich das so sehe, das ist einfach... Boah, ich freue mich gleich, die Ritte auch zu sehen, vor allen Dingen auch mit Karlsson. Weil das ist ja doch für mich so ein ganz besonderes Pferd. Und wir waren jetzt lange nicht unterwegs und gleich irgendwie so Runden von uns vor ein paar Jahren zu sehen, da freue ich mich richtig drauf. Gut, wenn man natürlich eine gute Runde gedreht hat, muss man nicht mehr lange auf die Platzierung warten. Da ich aber tendenziell unüberlegte Sachen im Parcours mache und Karlsson in nicht vorhandene Distanzen schicke. Ich liebe auch meine Selbsteinschätzung, dass ich sage, naja, wenn man gut ist und man weit hinten ist, dann hat man es nicht mehr so lange bis zur Platzierung. Aber naja, ich kenne mich ja. Ich schicke mein Pferd gerne in unüberlegte Distanzen. Von daher brauche ich jetzt auch nicht mit einer Schleife rechnen. Ich feiere sowas ja, dass wenn man einfach sehr, sehr selbstreflektiert ist und auch einfach zugibt, dass man noch Defizite hat. Natürlich muss man dran arbeiten. Man darf sich nicht darauf ausruhen und sagen, ja gut, ich habe halt meine Defizite und ich bin ja kein guter Reiter. Wenn man auf einem Pferd sitzt, sollte man sich immer verbessern wollen und auch da wirklich eisern hinterher sein. Aber... ich war schon immer sehr selbstreflektiert und hatte immer eine sehr, sehr gute Selbsteinschätzung. Distanzen schicke, haben wir natürlich oft noch Fehler. Und dann ist es natürlich sehr ärgerlich, weil ich Ewigkeiten da warten muss. Ich brauche immer meine Stunde vor Prüfungsbeginn, die ich da bin, sonst werde ich total nervös. Das heißt, ich werde um 12 Uhr da sein und reiten werde ich wahrscheinlich nicht um 1, sondern um, sagen wir mal, 2. Das heißt, ich werde 2 Stunden da rumsitzen. Das ist natürlich super viel verlorene Zeit. Boah, wenn ich ja so höre, auch wie nervös ich ja eigentlich war und wie viel Zeit ich für mich brauchte auf dem Turnier. Mittlerweile bin ich da wesentlich entspannter geworden. Das macht aber auch die Routine. Aber es ist verblüffend. Ich weiß ja auch noch, dass ich ein richtiger Angstreiter war. Als ich mit Karlsson angefangen habe, wie viel Panik ich hatte zu reiten. Also es war wirklich, als ich ihn angefangen habe zu reiten und das erste Mal ihn richtig gesprungen, also... wir haben einen einzelnen Sprung gemacht und ich habe ein Foto von dem Ochser gemacht und das war so A2 Sterne und ich konnte es nicht fassen, dass ich das überwunden habe. Und das ist irgendwie ganz cool zu sehen, dass ich einfach mich da doch reiterlich auch in eine ganz andere Richtung noch entwickelt habe und auch vor allen Dingen mutiger geworden bin. Mal gucken, wie das so wird. Also ich habe auf jeden Fall Lust und es ist heute auch nicht so heiß. Bisschen ärgerlich, weil wir den Pool ja aufgestellt haben. Mir fehlt Patrick jetzt schon. Es macht einfach mit ihm viel mehr Spaß und ich fühle mich auch irgendwie sicherer. Und er ist auch der, der am Rand steht und sagt, reiß dich zusammen und du machst das. Bei DM bin ich fertig und jetzt geht's weiter mit der Einkauftour. Das war auch so ein richtiges Ding, immer diese Autofilmerei. Jetzt mal ganz ehrlich, war das für euch ein schönes Zwischenbild? Also wir haben es ja irgendwie alle gemacht, weil man gerne zwischen seinem ganzen Gequatsche auch mal was anderes sehen wollte. Aber war das für euch, dass ihr so gedacht habt, ach, das ist ja ein ganz nettes Zwischenbild? Das würde mich mal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Und auch Punkt 2 habe ich abgearbeitet. Ich war gerade bei Decathlon und jetzt geht's schon weiter. Ich habe es gerade gesehen, da im Auto. Tut mir auch leid, dass ich oft stoppe, aber ich finde es super, super faszinierend, was auch für Produkte irgendwie im Stall gelandet sind vor ein paar Jahren. Ich habe gerade gesehen, da war eine ganze Hand voll Liquid-Lenksteine
Und die habe ich auch noch vor kurzer Zeit gekauft und ich finde die auch für die Pferde, die lieben die und so. Aber das Thema Zucker bei Pferden habe ich noch mal dieses Jahr ein bisschen überdacht und ich glaube auch, dass wir in diesem ganzen Format ganz, ganz viele Dinge haben werden, wo ich sage, das würde ich heute nicht mehr so machen, obwohl es jetzt ja nicht Jahrzehnte her ist oder so. Aber ich habe wirklich noch mal die letzten 2 Jahre genutzt, um viele Dinge zu überdenken und unter anderem ist es auch Zucker im Pferdefutter. Und schon wieder fahren wir mit dem Auto durch die Auch Gegend. den nächsten Part habe ich geschafft. Ich Vor allem meine, mein jetzt liegt bei Beifahrersitz, Ihnen, es sind ja der schon füllt Viertel sich und vor füllt zehn. sich. Und ich muss ja noch wieder nach Hause und jetzt noch schnell Futter besorgen. Und auch der letzte Punkt auf meinem. Wie leidlich ich geredet habe, als wäre das das Schlimmste auf der Welt, dass ich noch Futter besorgen muss. Aber ich finde es auch geil, dass ich das wirklich durchgezogen habe, euch einfach komplett durch meinen Tag mitzunehmen. Vor allen Dingen, man darf auch nicht vergessen, ich bin tendenziell ein ziemlich schüchterner Typ, deswegen habt ihr mich auch nicht beim Shoppen gesehen. Ich hätte mich niemals im Laden gefilmt, aber trotzdem habe ich versucht, euch so gut es geht mit durch diesen Tag zu nehmen. Liste ist jetzt abgehakt. Ich muss ganz schnell nach Hause, das Video online stellen, dann ab in den Stall, damit ich alles fürs Turnier fertig machen kann. Ich müsste jetzt eigentlich schon längst im Stall sein. Ich zeige trotzdem noch schnell mein Wow, Outfit. wie schlank Ich habe war eine ich bitte? Equiline-Hose an, ein Shirt von Kingsland und Socken von Anime. Oder war Und mein jetzt geht's Wohnzimmer noch ganz grün und schnell aus nicht dem gelb? Stall, Karlsson fertig machen und dann schnell ab zum Turnier. Ich werde jetzt als allererstes den Pferdeanhänger fertig machen, alles einräumen, ankuppeln, Heu noch auffüllen, Wasser, alles, was so mit muss. Und dann werde ich schnell Karlsson fertig machen. Ich werde jetzt auch gar nicht viel quatschen, weil ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich immer war, wenn ich es geschafft habe, das Auto da anzukuppeln. Aber ihr seht, ich bin noch einmal zwischendurch ausgestiegen, damit ich ja nicht andocke. Das ist so lange her. Unfassbar. Möchtet ihr wieder, dass ich regelmäßig Vlogs in diesem Stil auch filme, wo ich einfach die Kamera aufstelle und mache und quatsche? Auch das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oh mein Karlzieh. Bisschen vermisse ich die Turnierreiterei ja schon. Es ist aber für nächstes Jahr wieder geplant. Ob Karlsson wirklich wieder in Turniersport gehen wird, das kann ich noch nicht so gut Ich möchte einschätzen. euch einmal kurz auf mein Aber ich möchte altes schon Video gerne hinweisen. wieder. Ich bin schon mal alleine aufs Turnier gefahren, das war aber noch relativ am Anfang der Saison. Das Video heißt auch das erste Mal alleine zum Turnier oder irgendwie so. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Da war ich nämlich gar nicht so begeistert davon, dass ich ohne Patrick oder meine Mama aufs Turnier gefahren bin. Und jetzt muss ich heute doch wieder alleine fahren. Bitte nach 100 Metern rechts abbiegen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber ich bin an sich jetzt schon entspannter als Anfang der Saison und Das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber dieses Gequatsche in die Kamera, beziehungsweise ich habe da jetzt ja nicht direkt in die Kamera gequatscht, aber so dieses Gefühl, dass ich da mit euch geredet habe, hat mich total runtergebracht. Das war wirklich immer für mich so ein richtig gutes Entspannungsritual. Einfach in die Kamera quatschen. Ich sehe es heute, als würde ich zum Training fahren. Vielleicht klappt es dann ja. Ich bin jetzt angekommen und werde jetzt als allererstes Karlsson hinten mal die Luke aufmachen und die Transportgamaschen schon mal abmachen, damit sich da die Komme Wärme ich nicht klar, wie verstaut. monoton ich Und geredet dann gehe ich habe. schon mal zum Turnierplatz. Lisa und Seli und so sind auch schon da, die habe ich gerade schon getroffen. Und dann gucke ich mir mal ein bisschen was aus der ersten Abteilung an. Ich vermisse diese Vlog-Kamera, die war so unkompliziert. Die hab ich, klar, ihr habt mich ganz von unten gesehen und so, aber die konntest du einfach aufstellen. Das war so Ey, wir haben unkompliziert. voll die schönen Schatten. Wir sehen im Schatten aus wie Zwillinge. Aber warum sehe ich den Breithauser als im Schatten? Ja, Ich kann der gar nicht. Schatten sagt immer die Wahrheit. Das ist meine innere Größe. Da habe ich mir den Karlsson fertig gemacht. Ich hatte auch immer das Glück, dass meine Pferde einfach so entspannt sind und ich die einfach ganz alleine fertig machen konnte und es da nie Drama gab. Das war echt immer ein tolles Gefühl. Man fühlt sich ja schon so ein bisschen selbstständig, ne? Wenn man so einfach alles fertig machen kann. Oh, ich werde bestimmt für euch kommentieren. Es würde mich wundern, wenn ich gleich nichts sage. Ich sage nichts? Naja, vielleicht, weil ich gleich am Anfang die Stange gerissen habe. Oh Mann, sieht der gut aus. Halt, stopp! Was war denn da los? Ich sage ja, alleine reiten ist nicht meins. Sprung 1 verkackt. Sprung 2 brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich es mir weiter angucken möchte, ehrlich gesagt. Ich habe es aber ja schon auch prophezeit, ne? Mit dem mein Pferd in irgendwelche nicht vorhandenen Distanzen reinzuschicken. Ein Hoch auf Karlsson, wie brav der immer war. Thank you.
Oh, ich liebe dieses Pferd ja so unfassbar doll, ne? Da haben wir eine kurze Unstimmigkeit gehabt. Das ist so lang her. Wir gucken uns irgendwann noch Videos an, die ein bisschen aktueller sind. Also so Kamikaze war ich nachher nicht mehr unterwegs. Ich habe wirklich irgendwann auch das mit dem Reiten ein bisschen besser hinbekommen. Wahnsinn! Nee, stopp, da kann ich auch nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wow, mir war das gar nicht bewusst, wie krasse Schwierigkeiten ich hatte. Aber ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich euch damals schon immer einfach alles gezeigt habe, wie es halt ist. Dass ich da so gar kein Problem mit hatte, euch zu zeigen, ja, wir sind halt Amateure und wir müssen unseren Pferden dafür ganz, ganz doll dankbar sein. Aber es gibt halt auch viel zu lernen. Und ich weiß, dass ich das irgendwann besser gemacht habe. Ach komm, da haben wir jetzt ja ein bisschen Fluss reinbekommen. Der ist so brav, ne? Och, ist das ein braves Pferd. Dem bin ich auch so unfassbar dankbar für alles, was der für mich gemacht hat. Mir ist die Versorgung meiner Pferde auf Turnier immer so wichtig gewesen. Also es musste immer erstmal Wasser geholt werden, vernünftig abgepflegt werden. Wenn es super heiß ist, habe ich die dann auch geduscht. Und wenn es keine Dusche gab da vor Ort, habe ich mir halt Schwamm und Wassereimer genommen. Und das ist etwas, was mir schon immer sehr, sehr wichtig war, weil die Pferde echt viel für uns leisten. Und das muss auch einfach vernünftig gewürdigt werden. Das Pferd muss vernünftig abgepflegt werden. Da sieht man mich doch auch am Waschen. Ich habe es mir schon gedacht. Sah nach einem warmen Tag aus. Oh nein, Kalti hat noch ein kaltes Handtuch in den Nacken gekriegt. Ich habe es schon immer geliebt, meine Pferde zu verwöhnen. Aber das habe ich gehasst. Stollen rein und raus. Ich bin jetzt wieder am Hänger zurück, habe Kalti dann auch schon abgetüdelt. Ich bin nicht besonders gut geritten. Ich muss mal gucken, ob es jetzt ein Video davon gibt oder nicht. Ist ja auch geil. Ich bin nicht besonders gut geritten. Mal gucken, ob es davon ein Video gibt. Aber am Ende habe ich mich ja doch immer dafür entschieden, euch das zu zeigen. Weil man lernt auch daraus, wenn man sich sowas anguckt. Aber man sieht mir schon ein bisschen an, dass ich doch schon ein bisschen frustriert war. Aber nicht mit dem Pferd, sondern ich war immer eigentlich nur mit mir unzufrieden. Ich bin jetzt wieder zu Hause am Stall und habe auch schon Karlsruhe wieder in der Box. Und meine Mädels waren den Nachmittag draußen. Jetzt bin ich noch überlegen, ob ich heute noch reite oder nicht. Das entscheide ich jetzt gleich spontan. Ich wirke ein bisschen leidlich. Weil es ist zwar jetzt nicht mehr so extrem warm, aber Sammy hat immer noch so ein bisschen mit im Leben auch zu tun und irgendwie bin ich auch heute einfach mal müde. Ich bin einfach mal müde. Ich glaube, ich werde einfach morgen nochmal angreifen und die Pferde sind ja alle draußen gewesen und kommen jetzt auch noch der Rest. Oh Gott. Die zweite Hälfte kommt jetzt gleich raus und ich glaube, dann lasse ich das heute einfach mal gut sein. Leiden kann ich. Und chill mal ein bisschen. Außerdem wartet Patrick zu Hause und ich möchte gerne den Pool noch benutzen und die Pferde werden die letzten Tage alle versorgt und wenn die heute nur Weide machen und sowas, dann ist das auch okay. Eigentlich war mein Plan, meine Post abholen, duschen gehen und mich dann gemütlich mit meinen Lieblings-Milka, Keksen oder Kuchen, wie man es auch mal nennen will, aufs Sofa setzen und eure Briefe lesen. Jetzt kam aber ein Paket von Pferdetrends bei mir an und ich weiß... Boah, Unboxing auf YouTube, ne? Ich hab's ja auch... Also ich hab's persönlich sehr gefeiert. Und ich habe es aber jetzt einfach nicht mehr gemacht, weil dadurch, dass Instagram ja auch so eine Möglichkeit gibt, Videos hochzuladen und sowas... Irgendwie sind Unboxings dann immer dort gelandet, aber ich bin mal richtig gespannt. Das ziehen wir uns jetzt knallhart rein. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich bin so gespannt, deswegen halte ich es nicht aus, jetzt noch erst duschen zu gehen. Und werde das jetzt sofort das kann man auch nicht aushalten. Und dann auch gleich eure Briefe lesen und dann gehe ich halt duschen und mache mich fertig. Wollte ich nicht eigentlich im Pool? Okay, ich sehe schon mal etwas, was mir gefallen könnte. Oha, ich hole das mal raus. Hier seht ihr einmal eine HV-Polo-Tasche, da ist das alles drin. Und ich fange einfach mal an. Hier sind einmal Eskalon-Bandagen. Habe ich immer noch. Die Bandagen habe ich immer noch. Habe ich noch gar nicht. Vor allen Dingen so ein Farbton habe ich noch gar nicht. Das ist einfach Anthrazit. Das ist einfach zwischen Schwarz und Grau. Aber nein, ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt fast nur bunte Sachen. Dann sind hier Pferdetrends-Bandagierunterlagen. Habe ich immer noch. Da steht sogar Pferdetrends drauf.
total cool. Und vor allem von HKM, die Vanity-Unterlagen verwende ich sogar schon. Natürlich noch nicht mit dem Pferdetrends-Logo, aber die habe ich schon im Gebrauch und die finde ich richtig gut. Dann sind hier einmal Gamaschen von HKM. Habe ich auch immer noch. Auch in so einem schönen Traumton, wie die Bandagen. Oh Gott, ich kann das gar nicht fassen. Und hier ist diese Pferdetrends-Tasche. Ich habe mich wirklich immer richtig doll gefreut über solche Sachen. Die ist auch mit dabei. Ich freue mich immer noch, aber es war da zu dem Zeitpunkt echt mein Highlight. Hier einmal Halfdas hat auch diesen schönen Farbton. Ich kann es gerade überhaupt nicht fassen. Boah, das ist so cool. Sogar noch ein passendes Ohrenschmuck. Habe ich auch noch. Und alles in diesem coolen Farbton. Ich habe einfach noch nichts in so einem Anthrazit. Der passende Strick war auch mit beim Halfter dabei. Und hier ist einmal das T-Shirt. Den Spruch habe ich auch schon mal gepostet, beziehungsweise das Foto habe ich geteilt von Pferdetrend, weil ich das richtig, richtig cool finde. Hier steht nämlich drauf, mein Outfit ist fit für Olympia, mein Pferd und ich trainieren noch. Und so right, wirklich. Also das ist so Blind Them Whispering. Ich war immer gut ausgestattet und das habe ich auch schon, also ich habe da schon früh auch vor, weit vor Instagram und sowas, viel Wert drauf gelegt. Und das war so, ich habe das T-Shirt schon hart gefeiert. Ich weiß nicht, wo das hingekommen ist. Wird mir jetzt eh nicht mehr passen. Das ist einfach so cool. Ich finde es mega. Und jetzt zeige ich euch, was hier noch drin ist. Und das ist die Pferdetrendsdecke. Und ich kann schon mal auf den ersten Blick sagen, sie sieht viel, viel besser aus als im Internet. Deswegen hole ich die jetzt hier auch gleich mal raus. Also sie sieht wirklich viel besser aus. Ich weiß gar nicht, wo die irgendwann abgeblieben ist. Ich war selber skeptisch. Ich glaube, die habe ich mal verschenkt dann irgendwann. Bestellt, beziehungsweise hatte sie gar nicht auf dem Schirm, weil ich dachte, die wäre richtig schwarz und die Farben sahen so grell aus. Die sehen jetzt, glaube ich, auch in meiner Kamera voll grell aus. Ich werde nachher nochmal mit meiner normalen Kamera das war wirklich richtig, das sind richtig davon gedeckte Töne eigentlich. Positiv überrascht, wie die in echt aussah. Und das ist kein Schwarz, sondern ein richtig schöner Anthrazitton. Also, ich kann euch wirklich bestätigen, sie sieht besser aus als auf allen Fotos, die ich bis jetzt gesehen habe. Vielen, vielen Dank, Pferdetrends. Ich kann es gar nicht fassen, damit habe ich auch nicht gerechnet. Das ist echt cool und die Decke sieht wirklich gut aus. Ich versuche euch mal ein vernünftiges Bild hochzuladen, wo man erkennen kann, wie gut die Farben aussehen. Über das Logo etc. lässt sich streiten, aber die Farben sind echt ziemlich gelungen. Ich weiß, es ist da wirklich, vielen, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall so ein bisschen, könnt ihr auch sehen, wer Pferdetrends noch nicht kennt, unterschiedliche Meinungen zu gab. Das ist ein ganz, ganz cooler Blog, der eure Trends zeigt. Von mir sind da auch schon ein paar Bilder mit bei, weil Laura und ich ja gerne Fotos machen von meinen Outfits. Schaut da unbedingt vorbei und ich kann nur Danke sagen und werde euch auf jeden Fall coole Bilder zukommen lassen. So, ich werde jetzt eure Briefe aufmachen. Wie kurz sind meine Haare gewesen? Unfassbar. Und jetzt guckt. Heute ist generell, wie blond die auch noch waren, ganz so viel gefilmt habe. Zum einen, weil Patrick den ganzen Tag nicht bei mir war und dann bin ich auch heute einfach richtig, richtig müde. Es ist irgendwie heute. Was habe ich wohl gemacht, dass ich die ganze Zeit so müde bin und euch das 100-mal erzählen muss? Ich sehe auch richtig fertig aus. Ich hoffe, dass ich nicht in allen Videos so monoton geredet habe. Dann bin ich echt ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ein richtig träger Tag. Turnier war auch anstrengend, hat auch ein bisschen gezerrt, weil das sich ganz schön lange hingezogen hat. Es war ein bisschen Zeitverzögerung und irgendwie so eine Prüfung um 13 Uhr, dann ist immer irgendwie der ganze Tag auch weg. Jetzt werden wir gleich zu Freunden fahren. Aber vorher werde ich noch die Briefe aufmachen. Das sind heute richtig viele, 5 Stück. Und das war auch eine richtig, richtig krasse Zeit. Also es war auch zu der Zeit, wo auch ständig Pakete bei mir angekommen sind und richtig, richtig viele Briefe. Ich freue mich immer noch sehr, sehr doll über Zuschauerpost und ihr findet auch dazu alle Kontaktdaten unten in meiner Infobox. Aber das war zu dem Zeitpunkt echt wirklich viel und ich habe, glaube ich, jeden Tag Briefe und Pakete geöffnet. War eine sehr verrückte Zeit, ehrlich gesagt. Ich habe schon richtig Lust, die zu öffnen und freue mich schon, was da so drin ist. Hier habe ich den ersten von Luan. Also ich fange einfach mal an. Hier hat sie mir so einen Beanie-Bow-Streifen. Ich habe auch ganz, ganz vieles in Ordnern und in Kartons gesammelt. Das ist genau mein Farbton. Das ist immer so doof, diese Kamera macht das immer nicht so richtig farbecht, aber das sieht sehr schön aus. Also die Luan ist 15 Jahre alt und hat mir geschrieben, dass sie auch schon 2 eigene Pferde hat. Und dass ich niemals mit YouTube und sowas aufhören darf. Dankeschön, dass du mir überall folgst, wie du geschrieben hast. Hier seht ihr einmal ihre Haflingerstute und hier ist noch ihre Reitpony-Stute. Total süß. Da hast du dir wirklich Mühe gegeben. Das sieht richtig, richtig cool aus. Dankeschön. Ich freue mich immer richtig, oder ich freue mich auch immer noch sehr über eure Post. Der zweite Brief ist von Marin und Carina und der ist total schön. Also Marin ist 14 und Carina ist 10. Sie haben geschrieben, dass sie meine Videos lieben und dass meine Pferde so schön aussehen. Und hier seht ihr auch die Instagram-Namen. Ich werde auch noch vorbeischauen. Und auch euch werde ich
Ich komme immer noch nicht drauf klar. Selbst jetzt, wo ich eigentlich richtig euphorisch innerlich bin, rede ich einfach, als hätte ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, wie so eine kleine Roboterfrau. Tief durchatmen, Saskia. Natürlich antworten. Oh, und hier habt ihr noch einmal für mich was gemalt. Ein riesengroßer YouTube-Button. Das sieht sehr, sehr schön aus. Dankeschön. Und ihr habt mir einen Schlüsselanhänger gemacht, der total die coole Farbe hat. Einmal dieses lila. Scooby-Doo-Bänder. Oh mein Gott. Metallic, das passt total cool zusammen. Dankeschön. Der nächste Brief ist von Lena. Und den muss ich euch von hinten zeigen. Der sieht richtig cool aus. Lena schreibt, dass sie 13 Jahre ist und sie hat ein eigenes Pony, was sie immer Püppi nennt und die steigt gerade in die Vielseitigkeit ein. Und sie macht sogar witzig auch, YouTube, dass ich euch die Briefe mal zusammengefasst habe. Also wenn ihr Lust habt, schaut auch da nochmal vorbei. Hier hat sie auch ein Foto mitgeschickt, das sieht ziemlich cool aus und der Bezug von deiner Kappe ist richtig cool mit den Sternen. Der könnte auch auf meiner Kappe sein, der sieht echt gut aus. Der nächste Brief ist von Velja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich sehe gerade, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Glaube ich zumindest. Und sie ist 14 Jahre alt, die Velja. Und sie voltigiert. Und das Pony heißt Edgar, beziehungsweise eigentlich Spider-Man. Und ich denke, es wird bestimmt mal irgendwo eine Messe oder irgendwas geben, wo wir uns treffen können. Nächstes Jahr werde ich, denke ich, einige anfahren. Und du schreibst, dass das Pferd von deiner Tante auch Binibu heißt, nur anders geschrieben. Hier könnt ihr auch nochmal ihre Instagram-Seite sehen. Und jetzt sind wir beim letzten Brief. Wie viel Mühe ich mir auch gegeben habe, das immer alles und den werde ich jetzt auch noch ja, mit euch zu teilen. Vielen auch. Dank, Nadine, für deinen Brief. Hier hast du mir auch einmal Logo gemalt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier im Hintergrund ist Carlsson. Dankeschön. Und dafür, dass du erst 10 bist, ist dieses Bild sowas von cool gemalt. Vielen, vielen Dank. Auch dir werde ich antworten. Heute war der letzte Tag, wo ich meine Briefe von euch öffnen konnte, beziehungsweise eure Briefe öffnen konnte, denn morgen Sonntag, da kommt ja leider nichts mehr an. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, auf diesem Weg Briefe mit euch zu teilen. Und ich denke, wenn ich nochmal so einen Einlauf... Also ich hatte meine Katze aus dem Stall gerettet, die quasi eigentlich verdurstet schon war. Wir haben die eingefangen, sind mit der zum Tierarzt, man konnte nicht mal Infusion setzen, weil die Nadel einfach direkt durch die Haut gegangen ist. Und dann habe ich die mit nach Hause genommen und die hat 3 Wochen bei mir im Badezimmer gewohnt. Und Käse durfte da auch nicht hin, also wir hatten immer die Badezimmertür zu. Und sie hat leider, ist sie nicht sehr, sehr alt geworden. Die hatte einfach dadurch, dass sie in den jungen Jahren so unterernährt und sowas war und vielleicht auch so irgendwie krank, hatte die sowas wie epileptische Anfälle und ist leider dann nach einer Silvesternacht verstorben. Aber es ist so, mein Gott, die war so, so, so schissig und ich habe es aber geschafft, ihr Vertrauen ein bisschen zu gewinnen. Gott, es werden auch richtig, richtig traurige Momente, glaube ich, geben hier in diesen Videos. Follow Me Around mache, dann werde ich es wieder genauso machen, weil es hat wirklich Spaß gemacht und mich sehr gefreut. Auch habe ich mich riesig über die Überraschungen gefreut, die sonst noch so ankamen, wie das zum Beispiel hinter mir von Pferdetrends oder die Bandagierunterlagen von Made by Trilou. Auch die Hufpflegeprodukte von Efeu sind diese Woche angekommen, die ich für euch testen werde. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, das alles für euch so zu öffnen. Und ich werde es alles testen und euch dann berichten und Fotos schicken und euch auf jeden Fall irgendwie daran teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank an alle, die mir so viel Freude bereitet haben in dieser Woche. Es hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt müssen wir los, denn wir sind zum Grillen eingeladen und ihr seid auch dabei. Moin. Da habe ich Patrick die Haare blondiert gehabt. Moin. Nein, wir müssen nach einer Stute. Schrei mich doch nicht so an. Es wäre so schön, wenn Patrick wieder mehr Bock auf sein Videokram hätte, ne? Ja. Ihr müsst mal ganz, ganz viel in die Kommentare schreiben. Bitte, Patrick, kommentier ein Video. Ja, genau. Jetzt mal wirklich, ich habe Patrick hier, der hat ja die ganze Kameraeinstellung gemacht und hat schon angefangen, das Video ein bisschen zu kommentieren. Und es war für mich schon sehr amüsant. Also, eigentlich müssen wir Patrick mal so ein bisschen hier kommentieren lassen. Haben sie heute 2 Mädels auf dem Turnierplatz zu mir an und haben gefragt, warum nur ich auf dem Turnier bin. Du glaubst mir das jetzt nicht, ne? Aber ohne Scheiß, im Farmila Center in Farel kam eine zu mir an. Hey, ich hab dich heute im Video gesehen. Nein. Doch, wirklich, ohne Spaß. Guck, Patrick ist ein richtiger hier YouTube-Star gewesen. Die haben den auch, wenn ich mit ihm irgendwo auf einer Messe war und es gab so Fotoshooting, dann hieß es immer, können wir auch mit Patrick ein Foto machen? Aber irgendwann hatte er nicht mehr so viel Lust dazu. Also wie cool ist das denn? Ganz Kram. Gut, das würde Elva mit euch witzig machen. Schneid dich mal bitte an. Bist du blöd? Ich bin angeschnallt. Also nichts übersehen.
Welches Futter? Halt, stopp, da muss ich mal ganz kurz. Was habe ich an Unmengen von Kraftfutter in meine Pferde geschmissen? Das ist etwas, was ich grundlegend dieses Jahr verändert habe. Ich habe viel zu viel, wie gesagt, Zucker, viel zu viel Energie, viel zu viel Getreide in meine Pferde reingeschmissen. Das war nicht gut. Wirklich nicht. Vielleicht werde ich da nochmal demnächst irgendwie ein Video zu machen. Aber wenn ich das gerade sehe, wird mir ein bisschen schlecht. Meine Pferde schon vorbereitet ist. Boah, ich vermisse diese Kamera. Alter, der ist goldbraun. Ja. Wie hast du den so hingekriegt? Einfach perfekt. Also wir sind die krassesten Marshmallow-Bäcker. Ja. Also ihr müsst... Da ist eine Freundin von mir, wo immer noch gefragt wird, teilweise, wenn man irgendwo, wenn ich sie mal irgendwie in meiner Story habe, ob wir verwandt sind. Und das sind wir nicht, aber wir kennen uns schon seit der Kindheit. Also wir kennen uns schon über 20 Jahre. Das ins Feuer halten. Nicht zu lange, weil sonst verbrennt es. Und Bini Bo mag das auch nicht, wenn es schwarz ist. Also einfach immer drehen, drehen, drehen. Ganz schnell drehen. Und ab und zu gucken, ob er brennt. Und jetzt gucken. Jetzt ist er goldgelb. Dann ist er perfekt. Abkühlen lassen, nicht vergessen, sonst verbrennt ihr eure Zungen. Da ich nicht weiß, wann ich heute nach Hause komme, werde ich jetzt noch mal ein paar Kommentare für euch beantworten. Außerdem ist es hier gerade verschönt und dann lese ich jetzt mal ein paar durch. Wie lange ist es her, dass es dieses iPhone gab? Das hat nur eine einzige Kamera. Welches war denn das? Oh Mann, das ist einfach... Warum habe ich das nicht eher gemacht? Warum habe ich mir nicht eher mal die Zeit genommen, alte Videos von mir zu gucken? Also es gibt immer noch Fragen, wie lange ich mit Patrick zusammen bin. Und es sind schon bald 8 Jahre. Und Marie Hübner fragt, ob ich... Okay, das ist bald schon 8 Jahre. Dann muss das ja gewesen sein 2016. Ja, 2016 war das dann. Und wir sind jetzt schon bei 2022. Auf Rasenturniere starte. Das ist eigentlich unterschiedlich, nur bei uns gibt es fast immer nur Rasenplätze. Wir haben ganz, ganz selten mal einen Ändert sich auch langsam. Es wird immer mehr Sandplätze geben. Also es gibt hier immer mehr Sandplätze. Animals & Co. fragt, ob Lila eine reine Hauskatze ist oder auch manchmal rausgeht. Also wir haben sie ja erst seit ein paar Wochen. Und es ging mir ja sehr, sehr schlecht, als wir sie bekommen haben. Und sie ist immer noch recht scheu, wenn es um schnelle Bewegungen und alles geht. Und wenn ich sie jetzt schon rauslassen würde, besteht, glaube ich, die Gefahr, dass sie sich irgendwo verkriecht und nicht wieder raustraut. Deswegen bleibt sie jetzt erst noch drin, aber sie soll irgendwann so eine Hauskatze werden, die auch raus kann. Charisma und Indra fragt, warum mein Hund Käse heißt. Käse kommt ursprünglich aus Amerika und sollte eigentlich als Deckrüde hierher kommen. Da er aber eine Kieferfehlstellung hat, konnte er dann... Mein Käse. Ich finde, den muss ich euch auch mal wieder mehr präsentieren. Der ist aber immer so, der steht immer direkt neben mir. Das heißt, wenn ich filme, ist der immer nicht im Sichtfeld. Ducky, der ist ja so ein bisschen anders. Der buhlt mehr auf meine, um meine Aufmerksamkeit und um die Aufmerksamkeit von euch. Aber mein Käse, oh, ich liebe den abgöttisch. Als Deckrüde eingesetzt werden, aber die Züchterin wollte ihn nicht wieder zurückschicken nach Amerika und hat dann hier für ihn zu Hause gesucht und ist er auch zu uns gekommen. Und da er Chester hieß und Chester eine Käsesorte ist, wurde er quasi eingedeutscht und dann wurde aus Chester Käse. Und zu deiner Platzierung, Saskia, mit welchem Alter gingst du auf dein allererstes Turnier und mit welchem Pferd? Oh, das war mit Arabella. Genau. Und da warst du, glaube ich, 6 oder so, ne? Kann das sein? Ja. Oh, hast du das schon beantwortet? Habe ich das jetzt schon beantwortet? Ja. Ja. Also Saskia war mit ihrem ersten Pony Arabella auf Turnier. Das war so ein kleines braunes Pony, ziemlich rund. War auch ziemlich frech. Ich weiß, dass sie da oft von runtergefallen ist. 5 mal in der Stunde war nichts. Ja. Und da ist die Reitewettbewerb das erste Mal geritten. Und was ich euch noch verraten kann, das ist nämlich voll top secret. Saskia hat eine Tasse, wo sie mit ihrem Pony Arabella drauf ist. Da hat nämlich so ein Foto vom Reiterwettbewerb noch. Ja. Das weiß ich. Aber an dem Tag bin ich runtergefallen. Ja, ja, das ist ja egal. Und Arabella hatte auch ein Fohlen, was ganz frech war. Angie. Also Angie war mein Fohlen, was ich aus meinem ersten Pony Arabella gezogen habe. Und wir hatten oft die neben unserem Haus stehen und da war ein riesengroßer Erdhügel. Boah, alleine das so zuzuhören, wie wir da so drüber reden und sowas. Und dann, das war halt einfach, also Arabella war so mein erstes eigenes Pony und... Wenn man da so dran zurückdenkt, das ist einfach so lange her, das ist einfach so unfassbar lange her. Ich kann es gar nicht fassen, 24 Jahre ist es her, dass ich dieses Pony bekommen habe.
Die hat auch nachher noch ein richtig schönes Leben und hat auch nochmal einen Fohlen bekommen. Und ich hatte auch nochmal dann mit der letzten Besitzerin Kontakt. Und die haben die aber auch viele Jahre gehabt. Also das Mädchen war ganz, ganz klein, als sie die bekommen haben. Und die ist bis dann auch bis zum Schluss bei denen geblieben. Und das war richtig schön. Der war wirklich 3 Meter oder so, ja. 4 Meter hoch. Der war riesig. Und wir mussten immer, der war in der Mitte von der Weide ungefähr. Und wenn wir haben so viel Bella Scheiße erlebt als Kinder. Und so viel Scheiße mit den Pferden immer. Dieser Berg, mit dem wir mit dem Sattel raufgerannt sind. Ja. Und irgendwann stand das Pony aber neben uns auf diesem Berg. Das ist wirklich, das hat uns angestiegen. Wir müssen mit dem Sattel weggehen. Wir müssen es mit dem Sattel. Angie war wirklich so frech. Wir hatten einfach diesen riesen Erdberg auf der Weide und wollten Arabella reiten. Und dieses Pony ist uns immer hinterher gerannt, ist nach uns gestiegen und sonst was. Ich weiß nicht, was mit diesem Fohlen verkehrt war. Ich habe ihr so viel Liebe geschenkt, aber sie war saufrech. Von uns wegtreiben. Ja. Und irgendwann war Saskia mal auf der Mitte der Weide und ich stand schon auf dem Hügel und habe mir geschrien, Saskia, lauf! Also es war echt, also es war schon Kampffohlen. Es war ein Kampffohlen. Aber das ist jetzt in richtig gute Hände. Das hat eine Tierärztin zu sich geholt. Die ist nämlich noch kleiner als ich, weil das Pony sehr, sehr klein geblieben ist. Und da ist die jetzt super glücklich und die fährt jetzt Kusche mit der. Was? Ja, die fährt so Sulki oder sowas. Wahrscheinlich wurde sie schon oft gefragt, aber wie bist du auf deinen Namen Binibo gekommen? Das wurde nämlich schon echt oft gefragt, ja. Aber das kann ich beantworten. Denn Saskias, ja, war nicht das erste Pony, sondern das zweite. Das erste war ja Arabella, wie wir eben schon gemerkt haben. Das zweite Pony war... Ich muss meiner Freundin unbedingt mitteilen, dass sie einfach einen ganz großen Part in diesem Video eingenommen hat. Und wie gesagt, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren und sie weiß die ganze Pferde-Pony-Geschichte, also weit über 20 Jahre. Und ist irgendwie total schön, das jetzt mal so zu sehen. Nibo, und das war ihr absolutes Lieblingspony. Wir kennen uns auch aus der Zeit und wir hatten damals beide Ponys und Binibo war einfach, ja, der Hammer. Dieses Pony ist immer gesprungen, zwar ein bisschen schnell, aber Saskia hat das gut gemeistert. Und da war sie auch damals ganz traurig, als das weggegangen ist oder verkauft wurde, weil Saskia einfach zu groß wurde für das Pony. Aber wie wir ja schon in den anderen Videos gesehen haben, irgendwann kommt Binibo wieder nach Hause. Genau, und deswegen heiße ich überall Binibo. Ja, eigentlich schon immer. Das ist so eine Sache, wir haben, also ich habe immer gesagt, wenn Binibo irgendwann so alt ist, dass sie zum Beispiel, sie ist jetzt immer noch in den gleichen Händen und die haben halt auch irgendwann gesagt so, naja, wenn die mal nicht weiter wissen, so, dann würde ich sie zurückbekommen können, aber die ist ja so gut aufgehoben, deswegen ist sie noch immer dort und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, weil das nämlich natürlich die beste Lösung für sie ist. Auch wenn sie irgendwelche Knuddels. Spitznamen hatte oder Knuddels, ja, genau, Knuddels oder was weiß ich nicht. Damals gab es sogar noch Schüler-VZ. Ja. Binibo. Boah, da also haben wir aber auch richtig ausgeholt, ey. Ich bin jetzt wieder zurück vom Grillen und es ist jetzt kurz nach 12. Ich sehe auch nur maximal fertig aus. Ich gehe direkt ins Bett und werde... So, wollen wir jedes Mal einen Schnaps trinken, wenn ich sage, dass ich müde bin? Ich hoffe, das kommt in den anderen Videos nicht so oft vor. Das Video morgen früh schneiden. Und wir werden wahrscheinlich morgen nochmal grillen, weil so viel übrig geblieben ist. Deswegen ist diese Woche gar nicht so viel Pizza auf dem Teller gelandet wie sonst. Stimmt, das ist meine Pizza Red Bull Bueno Zeit. Ich hoffe, dass es morgen ein relativ entspannter Tag wird. Aber ich alles schaffe, was ich morgen filmen möchte für das Video am Montag. Und dann ist die Woche ja auch schon fast rum. Und schon ist auch Tada. Der vorletzte Tag des eine Woche Follow Me Around ist rum. Ich freue mich morgen auf den letzten Tag, euch da mitzunehmen. Bis dann, tschüss. Also, erstmal muss ich kurz sagen, ich habe das falsche Video kommentiert. Das ist mir ungefähr in der Mitte aufgefallen, als ich gesehen habe, dass ich mit Karlsson und nicht mit Holly reite. Das heißt, ihr werdet noch ein extra Video bekommen. Ich werde das auch noch die Tage kommentieren. Und dann hoffentlich mit einem etwas besseren Equipment, damit das mit dem Licht hier auch funktioniert und so. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Format an sich gefällt. Und ich glaube, dass da, wie gesagt, noch richtig viel Potenzial ist und dass super witzige Videos kommen. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal an dieser Stelle. Ich habe ja darum gebeten, ganz viele Sachen in die Kommentare zu schreiben. Unter anderem den Namen für dieses Format. Bettelt Patrick an, dass er mal ein Video kommentieren soll. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald, weil ich jetzt ja noch ein Video extra kommentieren werde, in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.